Was geht ab, meine lieben Freunde? In der letzten Woche hat MC Boogie Tierstar ein sehr interessantes Interview gegeben. Es war auch allerhöchste Zeit, da der beliebte Kultrapper etwas Gegenwind von verschiedenen Personen in und um die Rap-Szene herum bekommen hat. Das Interview kann ich euch persönlich nur nahelegen, da viele brandaktuelle Themen angesprochen werden. Aber es wird auch über die alte Berliner Untergrundzeit gesprochen. Ein Thema ist mir persönlich aber hängen geblieben, nämlich die Beziehung zwischen dem Atzenkeeper und Flair. An verschiedenen Stellen spricht Boogie über Flair und zeigt sich enttäuscht von ihm. Zum einen fand er das Verhalten von Flair gegenüber Belasch mehr als respektlos, da laut Aussage von Boogie Flair gegenüber Belasch laut wurde und auch auf Instagram entfolgt ist. Zum anderen findet er allgemein das Verhalten von Flair nicht aufrichtig, da Boogie ihm laut eigener Aussage sehr oft geholfen hat und sich für ihn stark gemacht hat. Egal ob es damals gegen die Schockmusikleute war oder auch jetzt beim Konflikt gegen die Hells Angels. An dieser Stelle möchte ich persönlich betonen, dass ich zu keinem Beef anstacheln möchte. Im Gegenteil, ich persönlich würde mir wünschen, wenn sich die zwei einmal aussprechen. Vor allem, weil die beiden viele Gemeinsamkeiten haben, die sie verbindet. Vielleicht bekommt es Flair trotz meiner kleinen Reichweite mit und es kann zu einer Initialzündung kommen und beide sprechen sich aus. Zudem möchte ich mich hier auch nochmal bei MC Boogie bedanken. Obwohl ich keine relevante Reichweite habe, war sich Boogie nie zu stolz, trotz seines Legendenstatus mir zu schreiben und mir Props für meine Arbeit zu geben. Vielen Dank, Boogie, du hast ein Herz aus Gold. Das war's aber jetzt von mir. Schaut euch die wichtigsten Ausschnitte an und schreibt in die Kommentare, ob ihr Boogies Enttäuschung nachvollziehen könnt. Peace out. Wie oft spielt ihr kriegt Stich und Basie. Wie oft spielt denn die virtuelle Welt die Realität wieder? Das sind manchmal sowas wie zwei verschiedene Paralleluniversen. Das ist halt so, wo ich denke halt, hä, wie kann das eine... Bushido-Effekt. Früher dachten die Kinder, die laufen mit Bushido durch den Kuh, dann ist der mächtigste Mann. Mach wohl El Zayn, nein. Naja, aber du warst ja auch mit ihm unterwegs und so. Ne? Ja, sagen und alle, so. Aber immer ist relativ wenig. Das ist ähnlich wie das Dilemma mit Flair, mit dem ich gar nichts zu tun auch habe. Ja. Immer denken wir mit na, ich kann auch bei Flair so mit denen, da fasse ich mir jetzt gerade wieder so am Kopf... Dass ihr das Mike nicht ein bisschen näher nehmt? Ja, auch bei Flair ist gerade wieder so, sie hat mich vertragen wie MTV-Verträge und ich dachte, weil Manu im Video ist, dass die wieder gut sind. Er hat immer, hatte ja mit meinem Bruder da unten in der Türkei einen Streit, wo er auch wirklich... Wer mit wem hat Streit? Ja, mit den Leuten, ja, damals mit den Hells Angels, den Berlinern, mit der Jungs von mir. Und da war auch so, habe ich mich vertragen. Dann auch dann wieder, der denkt, man hat viel zu tun. Jetzt auch wieder, ich schüttle nur den Kopf bei denen. Er weiß seit zwei Monaten, dass was ist. Er geht nicht den Kontakt mit mir ein. Der Manager ruft mich an. Wer denn? Lächer, Flizzy zum Beispiel. Okay. So Kindergarten. Und dann denken Leute, man ist immer so tierisch gut dann und man sieht die alle nicht. Diese Straßling, die es wirklich dann verkörpern. Und das sind ja keine Heldengestalten, da gibt es weniger halt. Weißt du, und das ist dann auch immer, ja, das war auch immer damals das Dilemma, weil alle mal dachten, Buu Bushido, ich habe nicht gesehen, die haben mich ausgenutzt, ich die ihre Viralität, damals halt bei Agro, die sagt, hier, wir geben denen halt Spekta immer gar die Kredibilität. Und dann ist dann immer schon so, dass ich mir manchmal, die denken dann immer auch wie viel, letztens, wenn er in meine Wohnung kommt, ein Video dreht, denken die, geben mir viel, aber ich kriege da auch immer voll viel Shitstorm. Das ist dann, meinte ich dann doch eher unausgeglichenes Verhältnis. Ja, mich hat tierisch bei Flair gestört. Ich sollte das, ich hatte den immer in meiner Show wieder, im Real Talk, ich bin keine Fotze, ich habe ihn alles verziehen, hat ihn ja schon gekidnappt, so ganzen Kack, weil ich greife darauf nicht zurück, war alles piesig, auch wegen MTV. Mein Kumpel Azad hatte kein Problem mit dem Vertrag, mit dem wir danach das erst koordiniert hatten. Und dann aber hatte ich gehört halt, dass da wieder die Sachen ausgegraben worden sind, da war die Rassismusvorwürfe und mit Dorsohn, mit dem Manager halt. Und dann dachte ich dann schon, ey, ich bin doch kein Arsch, lass ihn durchs Messer ans Messer laufen. Da bin ich dann auch so, auch wenn ich nicht so eng bin mit denen, ist das ein Atze, da wollte ich das erklären und schlichten. Er wird laut. Letztens bringt er Bastos und Hengst mit. Für mich null Problem, alles vergessen. Ich bin mit seinem Bruder, Mr. Long, ist mein Freund. Ja. Dann sage ich zu Flair, warum bringst du den Hengst mit? Ja, wir hatten Angst, dass du was dagegen hast. Einfach so. Er sollte vor zwei Monaten, habe ich gesagt, das ist ganz wichtig, ich brauche diese Info. Er versetzt mich, ja, und dann immer, da ist man keine Pussy, aber dann ist man so auf Distanz, weil durch dieses Rap, du weißt, ein Feature, die Leute denken, du machst jeden Tag was mit denen. Und ich habe dann auch bei Bushido, war es wirklich so, ich gönne keinem was Schlechtes, aber es sind die Geister, die sie riefen. Und ich dann auch schon wirklich, der, was du vorhin angesprochen hast, zu seinen Hypezeiten, da war ich Gold, anderthalb Jahre in UAF geht, weil er nicht sagt, von mir die Knarre ist, dass die dann bei mir nicht auf Verständnis und Daumen ich glaube, das hält auch immer jung, dass man immer noch diesen Hinterhof-Streitkack hat, so weiter. Ja. Ist doch auch so, ich könnte jetzt auch nicht auf Flair einhauen, aber manchmal willst du dann auch mal immer auch dann auch so sagen, ah,
So, weißt ja, nee, ich fand's nee. Schon gut, dass auch wo die Diskrepanz war, dass ihr euch danach wieder ausgesprochen habt. Ja, und jetzt ist ja schon so, wieder was so, aber das fängt nicht an. Oder, mittlerweile weiß man auch, wer man ist. Ich glaube, es ist so groß und wir haben so viele Charakteren, auch prinzipiell mit seinem Manager bin ich so, habe ich dann schon gesagt, dass ich das eierlos fand. Gibt's jetzt wieder was Neues mit ihm, weil er den Song mit Prinz Pi war er das da, hat er gesagt, Buch. Mit dem Schießen, was voll lächerlich in war, Buch, aber ihn verziehen. Ja. Jetzt hat er mich ja gecancelt, ich sollte ja gestern. War er das oder das Management? Naja, beide so. Pi eigentlich ging von Pi aus, glaube ich mir, das ist auch egal. Ja. Und dann aber auch, ich würde Pi nie was Böses wollen. Ja. Ähnlich wie Flair. Mhm. Ich reg mich darüber auf, weil es für mich kein Mann, er macht wieder auf Kumpel, den ganzen Scheiß, wir haben diesen riesen Beef gesquasht, da war richtig viel los, das wurde nie aufgebauscht, da ging jetzt ganz andere Sachen. Jihad wurde abgestochen, hat nichts mit mir zu tun. Ja, aber die haben aber Zeit dann, gemacht, dann bin ich doch sensibel. Guck mal, wenn es Flair Straße wäre, wäre die letzten Monate sensibel gewesen bei dieser Sache, hätte wer vorbeigekommen und dann auch so, weiß ich nicht, dann, dass dann Beko anrief, dann finde ich immer so bedenklich. Und dann kommt die immer so, die in dieser im Internet, in den Straßen, weiß man, wer King ist, da sieht sie ja immer alle so, dann kommt es immer so Emo, Crying Baby, ich will einfach mit ganz wenig zu tun haben. Ja. Die sollen alle ins Paradies kommen, aber nicht zu mir. Du hast gerade ging uns über Flair auf, weil es war ja halt so, ich hatte ja den Flair damals meine goldene Schallplatte weggeworfen, mit Agro gesquasht, weil er bei dem Beef mit Schock kam ich mit meinen Leuten, wollte ihnen helfen, er hat sich bis zur Weißglut provoziert. Ich muss das regeln, ich bin Straße, ich lasse sowas nicht offen. Mhm. Immer deeskalierend, aber respektiere jeden, fürchte keinen. Mhm. Und da habe ich gekommen, wir gehen jetzt da nochmal Platz und so, da hier am Knaben und so, da zeigen wir unsere Waffen. Mhm. Ein Tipp war so eine kleine Sache, das verstehen Leute nicht, weil die nicht mehr vor unserer Schule sagen. Ich sag, uns beschützt die größte Gang der Stadt, 110 tippt da ein. Mhm. Das hat mich gefickt, Bruder. Ich bin G-Code, Bruder. Die Länge ist Fiktion. Ich habe zu viel Scarface gehört. Ich soll nicht ficken, Digga. Meine Jungs stehen abgeklebt, dass die Schmauchspuren nicht sind. Das ist ein anderes Level. Ich habe ihn nicht mehr gehauen. Ich bin nach Hause und meine Platte kaputt gemacht. Dann war das Ganze. Da wollte ich ihn dissen. Auf einmal, ich war immer nicht, war weg von der Welt mit Internet. Warst, und so sehe ich einen Track von denen, Silla, gegen die ich überhaupt nicht habe, und Gia, die ich auch nicht im Prinzip habe, mit Flair dann. Der halt schon mich immer reingezogen hat, auch Palast und so und seine Kriege. Und ich war Straße, hat nichts für uns gemacht. Und ich war immer der Flair-Repräsentant, weil es so dargestellt hat, auch als ich im Knast war. Und ich war schon davor auch so mit Boogie immer am Rappen, da hat keiner was gemacht. Ist okay, ist Game. Aber dann hatte halt, da war ich gefickt mit dieser Sache, dass er die Bullen rufen wollte. Ich stand ja auch mit Leuten, die nichts mit Hip-Hop zu tun haben. Ich dachte, was ist das für Spasten, Freunde? Ja. Dann wollte ich den dissen, dann sehe ich aber die ganzen von halt Cardius Charter, halt diese Hells Angels Berlin, sehe ich da alle im Video bei denen. Ist ja immer so der Rapper, so die Pool ist mit den Pitbulls. Ja, und dann war ich dann doch, bin ich da runtergefahren, nicht auf Angst, auf Augenhöhe, weil es Brüder von mir sind, ja. Schon immer, und bevor die das waren, das ist immer der Riesenunterschied. Und wenn du die nicht benutzt, benutzen die auch nicht. Das ist nicht meine Familie. Ein paar sind wie Familie von denen und eigentlich sind die so wie ich. Du kannst, ich krieg dich auch dazu, dass du mir jetzt ein Glas über den Kopf haust. Aber es gehören zwei dazu, also du musst das programmieren. Da haben die halt gesagt, dass die jetzt mit denen sind. Da habe ich aber ein paar Wochen oder Monate, kann ich jetzt auch nicht so recherchieren, Anruf bekommen von einem sehr guten Bruder, einer von denen, meinte, du hattest so recht. Dann war die Sache mit der Polizei, wollen wir das alles nicht aufgreifen, wurde auch oft gemacht, aber das ist auch mein Standpunkt dazu. Ja, offiziell auch mit Bederstedt andere Standpunkte dazu, das ist wirklich mein Standpunkt. Und das war schon so eine Art, naja, ich sage dazu nicht, ich will auch nicht die alten Kamellen rausholen lassen, aber gerade wegen dieser Vorgeschichte hätte ich die letzten Monate mehr Sensibilität gewünscht. Da hat er gesagt, Bruder, jetzt mach einmal einen Track. Mein Fehler, ich bin nicht zu Dr. Beat gegangen, 187 Shit, habe einfach da einfach hingerotzt, habe einen Tracking-Flair gemacht, haben wir auch dieses Statement gemacht mit meinen Atzen, ja, so ey, Flair und so, du wirst gefickt. Und Jihad und so, 31er und so, weißt du, zu rechnen davor. Ich habe Leuten verziehen, die Benzin bei mich gegossen haben. Ich habe keinen Streit mit Flair. Und wenn jetzt auf dem Boden liegt, würde ich ihn hochhelfen, VP. Aber die sollen nicht mit mir in einen Ring stehen, weil das sind Boxer, die sich umboxen lassen. So in meiner Welt. Aber das ist trotzdem kein Hass. Aber auch keine Liebe in dem Sinne. Und bei Flair war ich dann geschockt vor einigen Wochen dann, dass dann doch die Sensibilität nicht da war. Allein schon auf einmal steht der Hengst, dann sagen die, wir dachten, du sagst nichts. Also das Verhalten und auch sein Beko ist cool, aber der Anrufe, ich meine, wenn wir bei den Disput haben. Wie affig findest du denn das? Ich kann da auch mal meine Leute anrufen lassen. Da kommen ganz andere Länder. Machen wir nicht. Deswegen, lass uns über coole Sachen reden. Ja, Mann, cool. Ich habe ich weiß immer so, es sind halt so immer Geschichten, die so kursieren. Und er war respektlos gegenüber B, fand ich. Dieses Laute und das, aber lass mal egal. Ich habe I got 99 problems by the Flair in one.